Da kann man nicht, dass du Hanna da ist. Die schenkt das, dass du nicht mich fotografiert hast. Das kann ganz gut sein. Mir auch am LG geht viel geknipst. Wir wollen uns die Vernissage von der Fotosoption angucken. Den jungen Lissi hat viele Events am Jahr, die kulturelle Charakter haben. Als Schüler sind ganz aktiv, neben den normalen Kuren, die Option, als ob vielleicht in normalen Kuren, trotzdem, das, was als Schüler gemacht haben, das ist formidabel. Den Abend sind als Fotografen, die zu Eier kommen, sind die Optionen Fotografie, das ist nicht eine Option. Es sind Optionen Fotografie, das ist fakultativ durch Fotografie, die den Abend ausstellen von diesem Jahr. Professoren, die das dort halt möglich machen. Nadine Schumer ist schon ganz lang dabei, dann der Christian Scherk und den Jean-Paul Kiefer. Ihnen ein ganz großes Merci. Bei allen Fotos erkennt ihr den Sinn, den Blick für ein gutes Bild. Und ich meine, dass als Schüler den Hund, da sind als Professor auch nicht gerade unschuldig drin, da sind erbisch die Gelegenheit an den Optionen, die wirklich formidabel sind. Da sind wirklich Fotos dabei, die können den an all gut Fotogalerie weisen und die geben der Fotogalerie all eher mehr. Ich stehe noch einmal mit, dem seine Fotos noch ausgehangen sind an unserer Ausstellung. Ich wollte schon, wo hältst du eigentlich den Motiv hier? Wie kannst du darüber? Wenn wir zum Beispiel ein freies Thema haben, dann manche man gerne Fotos von Personen, die ich auf der Straße gesehen habe, also tanken doch pur hier. Und ich überlege mir einfach immer, ich habe Neues, ich probiere immer etwas Neues zu finden. Und ja, oder ich meine, wirklich, ich meine, viele Fotos noch an der Vakanz und so. Und da komme ich selber immer wissend, weil ich Themen, die ich dann hole, für Motive zu finden. Das, was gemeinsam ist, das, was ich finde, was gemeinsam ist, ob, egal was für ein Klasse, noch den christlichen Klasse und so weiter, das ist die Passion für die Fotografie. Und ich hoffe, dass die Passion, dass das noch weiter an der Schule die Tradition weiterhält und dass sich weiter noch so viele Schüler all Jahr melden an die Optionen, an die Fotos kommen, egal was für ein Sinn. Madame Schumer, der sieht hier nur einen von den Profen, die die Optionen anbieten. Wie sieht der darauf kommt, für gerade klassische Fotografie zu gehen? Ja, ich meine, das ist hauptsächlich aus der Tradition vom Gebäude. Hier gibt schon eine Dunkelkammer ganz unter dem Speicher am alten Gebäude. Für eine lange, lange Zeit. Du warst auch noch nicht dabei, aber es war aber schon zu meiner Zeit. Und du kriegst mal wieder ein neues Gebäude gebaut. Das kriegt man eine ganz neue Dunkelkammer. Man denkt an Drehdier und allen, also alles, was die muss haben, mit sieben Vergrößerer. Und man denkt, das muss man aber nutzen. Ich bin mich immer für Fotografie interessiert. Und ja, du machst das als Option. Wie seit Optionen, ob du sie am Premier gibt oder ob du sie am Jahr, konnte man das dann anbieten. Ich wollte ein bisschen aufhängen mit einem Zitat von Magister hängen geblieben ist beim Debat Hollande-Sarkozy. Es ist mir aufgefallen, dass nämlich von den Kandidaten von einem Wort gebraucht hat, was für mich das Wichtigste ist. Das ist la Jeunesse. Das war in Hollande, die nicht davon gesprochen hat. Und hier geht es um Jeunesse. Von der Mauer guckt, links, rechts, spielt keine Rolle. Du siehst eigentlich, was die Jung, wie die als Feld gesehen. Den du bist hier nur bei einer C und du hast aber Foto als Option gewählt. Das hat ja eigentlich noch nicht wirklich, was man nennt zu dienen. Wieso war das der Fall? Ma, weil das eben ein flotter Kontrast zu der C ist, weil da sind wir Lehrerin und das ist die wissenschaftliche Sachen und heißt einfach mal kreativ Ader. Ich fand gut, wenn ihr eine Option hält, die nicht bei seiner Sektion passt, weil dann kann ich seinen Horizont sozusagen erweitern und das nicht immer das nämlich. Miriam, was sind deine Inspirationsquellen für so Fotos zu schießen? Also ich kann sagen, das wichtigste Foto für mich ist, dass die Wirkung von den Fotos, dass die extra ist und dass ihnen etwas fehlt, was in Foto gesagt. Und es muss Menschen, weil ich finde, Menschen sehen einfach anders auf Fotos aus und hier richtig Charakter können raus auf dem Foto, was ihnen am richtigen Leben eigentlich nicht so gesagt.
Herr Schack, was fasziniert dich so in der Fotografie? Mein erstes ist, dass das eine Maschine ist. Wenn in einer Maschine 10 Leute an den Grab geht, die mit derselben Maschine 10 ganz andere Fotos. Das ist nie das selbe Resultat, was dabei rauskommt. Und ein Vehikel als eine Maschine, eigentlich würde ich so sagen, sieht alles selbe aus. Das fand ich das Faszinierende daran. Und die andere Sache ist, dass die Fotos eine Möglichkeit aus der Welt drin zu gehen, wie es richtig ist. Man kann ihn so viel Art und Weise interpretieren und sogar verfälschen, dass ein immens kreatives Instrument ist, ob schon eine Maschine ist.